Im Prinzip will ich heute über ein Zitat reden, das mein Denken über Freundschaft ziemlich stark beeinflusst hat. Und das ist dieses Zitat aus Les Seis sur le Don von Marcel Mauss, hier im Französischen: La chose ainsi transmisée est en fait tout chargé de la individualité du donateur. Also, das Ding so übermittelt ist tatsächlich ganz aufgeladen mit, und jetzt ist die Frage, wie man Individualität hier übersetzt, der Einzigartigkeit oder der Individualität des Gebers oder des, des Gebenden. Das ist ein Zitat, das in der Soziologie ziemlich untergegangen ist. Gerade auch für die Freundschaftstheorie wenig genutzt worden ist. Und es bezieht sich auf das, was Marcel Mauss selber in diesem Textstück die Gage de Vie nennt, das Lebenspfand. Und was, wenn man so will, die ganze These des heutigen Abends ist, dieser Begriff ist vollkommen essentiell, wenn man Freundschaft als eine kulturuniverselle Beziehungsform verstehen will. Und dann kann man sich natürlich fragen, warum will man das überhaupt und ist das eine sinnvolle, sozusagen ein sinnvolles Projekt, das überhaupt zu probieren. Und ich gehöre jetzt zu den Leuten, die sagen, ja, das ist ein sinnvolles Projekt, und es gibt andere, die werden da widersprechen und sagen, das ist eine vermessene Idee, und letzten Endes haben wir es mit sehr vielen unterschiedlichen Formen von Beziehungen zu tun und wir vernetzen die über so, wenn man so eine Familienähnlichkeit zu einem Begriff, den wir Freundschaft nennen, aber es gibt eigentlich nichts, was diese Familie von Beziehungen im Inneren zusammenhält, außer, wenn man so will, eine Konvention, darüber als Freundschaft zu sprechen. Und ich denke, mit dem Begriff des Lebenspfandes kann man versuchen, tatsächlich das Typische zu benennen, was, wenn man so will, dieser Familie das Gemeinsame gibt. Den Vortrag, den ich dazu halten will, der ist, wie soll man sagen, relativ strukturiert. Das Argument habe ich auch schon in Kurzform mehrfach irgendwie aufgeschrieben. Und heute war eigentlich mal die Idee, ich gebe eine Langfassung. Das tue ich jetzt nicht, keine Sorge. Aber sagen wir mal, der erste Punkt ist immer, wie kommt man zu dieser Problematik eigentlich? In der Soziologie gibt es, wenn man so will, gar keine Theorie der Freundschaft. Und der Ausgangslage dabei ist, dass es eigentlich gar keine Form von Begriff von Freundschaft gibt. Das ist das Hauptproblem. Also es gibt sehr unterschiedliche Forschungsfelder. Man hat zum Beispiel in der Netzwerktheorie Freundschaftsbegriffe. Man hat in der Kultursoziologie bestimmte Formen von Freundschaftsbegriff. Man hat in der Familiensoziologie einen spezifischen Form von Freundschaftsbegriff. Und diese Begriffe decken sich ganz wenig. Um mal die Familiensoziologen rauszugreifen, bei denen ist Freundschaft üblicherweise eine nicht verwandtschaftliche, nicht sexualisierte Intimbeziehung. Das ist die Beziehung, die, das ist also, wenn man so will, ein Residualbegriff von Freundschaft. Und mit diesen Begriffen gibt es sofort Riesenschwierigkeiten, weil jeder Kultursoziologe wird sofort aufstehen und sagen, ja, daran stimmt ja mal gar nichts. Also nicht verwandtschaftlich ist historisch einfach Blödsinn, ist es sogar auf Gegenwartsgesellschaften geblickt, einfach falsch. So, ne? Selbst in Deutschland geben Leute in statistischen Umfragen immer noch an, dass ca. 10% der besten engen Freunde der Menschen sind in Deutschland immer noch Verwandte. So, wenn man das sagen wir mit Lateinamerika vergleicht, ist man schnell bei 20-30%. Freundschaft wird in nicht-europäischen Gesellschaften sehr häufig innerhalb der Verwandtschaft gewählt. Und da kann man viel zu sagen. Also, eine Sache, es hängt zum Beispiel mit Heiraten zusammen. Wir wissen, wenn Leute verheiratet sind, nicht wenn sie einen Partner haben, das ist interessant, wenn sie verheiratet sind, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre Freundschaften innerhalb der Verwandtschaft wählen. Schwierig ist natürlich auch in solchen Studien, was ist Verwandtschaft? Ist auch sehr heterogen, was da für Verwandtschaftsbegriffe letzten Endes hinter sind. Aber man kann dazu einiges sagen, das stimmt also nicht. Wenn die Familiensoziologen kommen und so einen Residualbegriff in Anschlag bringen, verfehlt sowas. Nicht sexualisiert, das haben wir heute auch schon mehrfach gehört, das greift auch sehr schlecht. Seit der Antike gibt es immer wieder sexualisierte Freundschaftsformen. Es gibt auch aktuell, wenn man so will, eine Renaissance der Thematisierung sexualisierter Freundschaftsformen. Seit den 80er Jahren in den queeren Milieus und dann seit den 2000ern etwa über Friends with Benefits und solche Begriffe, auch für, wenn man so heterosexuelle Milieus. Das hat historische Konjunkturen, das Thema. Ganz bekannt ist natürlich, dass Freundschaft auch lange eine Chiffre für sexualisierte Beziehungen gewesen ist, gerade illegitimer Art, also für Homosexualität etwa. Und dann haben wir auch heute die Diskussion schon mehrfach gehabt, ist das dann Freundschaft? Aber natürlich ist es letzten Endes etwas, das sich so nicht entscheiden lässt. Man würde einfach, ich glaube, die saubere Weise darauf zu antworten ist immer, ja, es gibt sexualisierte Freundschaftsformen. Sie sind halt meistens selten. Man sieht also, wenn man sich von einem
Gebiet der Soziologie in ein anderes bewegt, hat man es mit Begriffen zu tun, die nicht aufeinander abstimmbar sind. Und dann stellt man sich die Frage, woran liegt das? Und ich glaube, man kann das an verschiedenen Ursachen festmachen, aber eine Ursache ist, wenn man so will, so ein Gründungskonflikt in der Soziologie. Man kann das eigentlich an zwei Klassikern relativ gut festmachen. Man kann das an Max Weber und an Georg Simmel relativ gut festmachen. Wenn man bei Max Weber nach Freundschaft guckt, ist man natürlich erstmal wahnsinnig enttäuscht, wenn man da nicht viel findet. Man findet relativ knappe Anmerkungen über Freundschaft, von der man sagen würde, das ist klassischerweise das, was man unter vormodernen Freundschaftsformen versteht. Bei Max Weber ist Freundschaft primär eine protokontraktuelle Vertragsbeziehung. Es ist also eine Beziehung, die vor allen Dingen dazu da ist, in Gesellschaften, die noch kein kodifiziertes Recht haben, Rechte zu gewährleisten und zu garantieren. Das ist, was Freundschaft da tut. Das heißt, Freundschaften sichern einen da im Fehdefall ab, Freundschaften sichern einem in dann ja oral vorgetragenen Gerichtsverhandlungen Zeugenschaft zu. Das heißt, die garantieren, dass jemand auf der Seite von einem steht in der Gerichtsverhandlung und für einen zeugt. Und sie garantieren natürlich ökonomische Sicherheit. In Unglücksfällen oder in zeitmaterieller Knappheit. Und das ist das Bild, das Max Weber primär von der Freundschaft hat, wenn man in die Beispielkonstruktionen guckt, die Max Weber dazu verwendet. Und bei Simmel hat man natürlich diametral den gegenübergestellten ganz andere Form von Freundschaftsvorstellung. Bei Simmel sind Freundschaften, wie ihr wisst, vornehmlich in der Soziologie des Geheimnisses abgehandelt. Und da geht es um eine Form von Beziehung, von der wir sagen, das ist die klassische moderne Intimfreundschaft. Das sind Beziehungen, die auf die volle Breite der Person zielen, indem man einen Zugang zu speziellen, anderweitig geheim gehaltenen Bereichen der Person bekommt. Und aus diesem, wenn man so will, Gründungskonflikt bei den Urvätern der Soziologie setzen sich dann ganz unterschiedliche Theorietraditionen fort, die wenig miteinander gemein haben, weil, wenn man so will, das Exempel, von dem die anfangen, immer ein ganz unterschiedliches ist. Dadurch entstehen dann aber auch für die Soziologie, wenn man so will, ganz unglückliche theoretische Schieflagen. Die eine ist, und die ist mit einer der störendsten und schwierigsten, ist, dass, wenn man so will, dadurch so eine Fortschreibung der Idee entsteht, dass es einen Hiatus, einen Bruch zwischen vormodernen und modernen Formen der Freundschaft gibt, der inkommensurabel ist. Diese beiden Formen von Beziehung haben nichts miteinander zu tun, können nicht auf einen Begriff gebracht werden und dementsprechend, wie soll man sagen, ist dann die Soziologie auch schon an dem Punkt gespalten, weil es, wenn man mal davon ausgeht, dass sie tatsächlich nichts miteinander zu tun haben, natürlich auch ein blödsinniges Unterfangen ist, zu probieren, eine einheitliche Theorie darüber zu entwickeln. Das ist von vornherein sozusagen zum Scheitern verurteilt, weil man gar nicht über das gleiche Phänomen spricht. Und diese Grundschwierigkeit, denke ich, kann man durch den Begriff des Lebenswandels überkommen, weil aus meiner Sicht es eigentlich relativ klar ist, dass es eine ganz starke Kontinuität zwischen archaischen Formen dieser, wenn man so Weberschen Lesart und modernen Formen der Freundschaft gibt. Und diese Genealogie ist ziemlich kompliziert und ich will jetzt probieren, exemplarisch, wie soll man sagen, einmal vorzuführen, wie ich glaube, wie die funktioniert. Ich bin nun kein Historiker und eigentlich brauchst du dafür einen Ideengeschichtler. Und ich werde das probieren, sozusagen an einem Exempel zu machen und probieren, das zu drehen. Also eine ganz klassische, wenn man so will, Mustererzählung der Freundschaft ist die Blutsbrüderschaft. Das ist für sich genommen selber nochmal ein schwieriges Argument, weil der Blutsbund selber bei Herodotos noch nicht klar mit Freundschaft identifiziert ist, dann einige Jahrhunderte später bei Lukian dann natürlich sehr klar schon als der Freundschaftsritus identifiziert wird. In den klassischen Texten ist es aber in der Regel so, dass es als ein Freundschaftsritus gilt, der barbarischen Völkern zugeschrieben wird. Das heißt, es ist eine Folie, vor der eine Form der zivilisierten, städtischen Freundschaft, wenn man so will, ihre eigene Identität gewinnt. Von der unterscheidet sie sich maßgeblich, aber an der orientiert sie sich auf eine gewisse Weise auch. In den Blutsbrüderschaften spielt natürlich eine elementare Rolle das Tauschen und Teilen von Blut. Auch hier wiederum ist eine der Komplikationen dieses Arguments, dass das mitunter sehr unterschiedlich überliefert wird. Also wir haben natürlich zum einen diese klassischen Texte, in denen das sehr einheitlich ist, vermutlich auch weil Lukian bei Herodotus abgeschrieben hat, das ist eine der Thesen. Aber man hat dann wiederum aus der Ethnographie Studien über tatsächlich, wenn man so will, in historischer Zeit noch observierte Formen dieser Blutsbünde.
Und um nur so einige sozusagen Schlaglichter darauf zu werfen, wie variabel dann diese Riten sind, ist zum Beispiel eine der zentralen Fragen, werden die bezeugt oder nicht? Ne? Es gibt von John Bull, das ist, ja, wenn man so will, so ein Vordenker der evangelikalen Bewegung in den USA. Er hat Ende des 19. Jahrhunderts ein Buch geschrieben, das heißt The Blood Covenant and its Bearing on the Holy Scriptures. Der behauptet, auch hier ist wiederum zweifelhaft, ob das stimmt oder nicht, dass er diese in Syrien, also des 19. Jahrhunderts, diese Form der Blutsbruderschaft noch aktiv beobachtet hat. Und da war es so, dass er dass die, sozusagen die Endstufe einer Freundschaft darstellt. Das heißt, es war etwas, das stand am Ende, wenn Leute schon länger in Anführungszeichen befreundet waren, gingen die dann diesen maximalen Bund ein. Und das tat man aber vor einer Zeugenschaft. Wenn man jetzt aber wiederum an Lukian denkt, ist es so, dass da natürlich nichts von Zeugen, die diesem sozusagen Vollführen des Blutschwurs beiwohnen, irgendwie geredet wird. Das heißt, die finden nominell oder zumindest fiktiv nicht vor Zeugenschaften statt. Und es sind Unterschiede, die, wenn man genau darauf achtet, natürlich ziemlich signifikant sind für die Frage, ist das überhaupt das gleiche Ritual? Aber, so, das mal gesetzt, dass man das Argument hinbekommt, dass Blutsbrüderschaften so ein, wenn man so will, archaisches Urritual sind, das vor allen Dingen die Vorstellung für Freundschaften stark geprägt hat, kann man die, glaube ich, sinnvolle Frage stellen, was ist Blut eigentlich für ein Symbol? Ja? Weil das Blut ist natürlich, das Tauschen und Teilen von Blut ist, wenn man so will, ja eine Handlung, in der das Blut einen sakralen Wert bekommt. Das Blut ist nicht einfach, wenn man so will, einfach nur irgendein beliebiges Artefakt, sondern das Blut ist ein spezielles Artefakt. Das ist nicht, wenn man so will, das Tauschen von Pennies oder so etwas. Das Blut hat eine ganz spezifische Bedeutung. Und darüber gibt es jetzt relativ viel Literatur, glücklicherweise. Der Mann, bei dem man das aus meiner Sicht am besten und am klarsten nachlesen kann, ist Klaus Hoschema. Und dessen These ist ganz simpel. Blut ist ein Symbol, das steht für die eigene Seele. Blut ist also, in dem Blut sitzt die Seele. Und das ist eine alte Genealogie, die Hoschema zeigen kann, dass man die in der Antike findet und die sich gewissermaßen dann durch das Christentum hindurch bis in die frühe Neuzeit fortsetzt. Das heißt, wir haben es mit einer hohen Kontinuität dieser Vorstellung zu tun, im Blut sitzt die Essenz des Einzelnen. Ich komme mal auf das Zitat zurück. Ups, jetzt bin ich ein bisschen weit. Das ist genau das, was ein Lebenspfand auszeichnet. Das ist genau die Definition. Das ist der sozusagen Kern des Arguments ist, das Blut ist ein Lebenspfand und vielleicht einfach schlechthin das klassische Lebenspfand. Weil in dem Blut sitzt genau das, die gesamte Eigenart der Person, ihre Seele sitzt im Blut. Das heißt, wenn man sich den Ritus der Blutsbruderschaft genau durchdenkt, was da passiert ist, ist, dass sie ihre Seelen vermischen und dann gemeinsam konsumieren und so jeder Teil der Seele des anderen in sich aufnimmt. Man sieht das dann später natürlich bei Aristoteles, beziehungsweise genau genommen bei einem Spruch, der Aristoteles zugeschrieben wird, gespiegelt, wenn er sagt, was ist die Freundschaft? Eine Seele in zwei Leibern wohnt. Diese Form, wenn man so will, der Einseelenlehre der Freundschaft, die dann fürs Christentum ja sehr wirkmächtig gewesen ist, ist letzten Endes nichts anderes als eine verkürzte und komprimierte Fassung der Wiedergabe dessen, was dann bei Herodotos schon in der Blutsbruderschaft angedeutet worden ist. Da tauschen Leute ihre Seele und nehmen die wechselseitig ineinander auf. So. Von Moos kann man dann auch gleich lernen, warum das so wichtig ist und warum das funktioniert. Hoschema merkt das ganz deutlich an. Niemand, auch weder in der Antike noch sozusagen auch unter den christlichen Gelehrten, die sich mit Blutsbruderschaft befassen, zweifelt an irgendeiner Stelle jemals an, dass das funktioniert. Das ist eine ganz sonderbare, sozusagen ein ganz wunderbares Phänomen. Warum soll das funktionieren? Man kann sich das ja fragen. Warum sollten zwei Leute ein bisschen Blut trinken und auf einmal sind sie zeitlebens unverbrüchlich aneinander gebunden? Warum soll das funktionieren? Ist ja erstmal, wenn man so will, eine fantastische Idee. Und niemand bezweifelt es obendrein, dass es funktioniert. Jedem ist offensichtlich, dass das funktionieren muss. Moos bringt da die erste, oder Moos Erkenntnis zu diesem Zusammenhang ist erst einmal, das was da passiert, bei diesem Tauschen der Lebensfänder, ist natürlich, wenn man so will, ein Pakt, der einen auch in die Hand des anderen gibt. Das Lebenspfand selber macht das am germanischen Vertragswesen, sind Zeichen, in diesem Fall nicht Blut, die
so mit der Person verbunden sind, dass wenn man sie zerstört, tatsächlich auch die soziale Existenz der Person zerstört wird. Das ist also etwas salopp gesagt, so etwas wie eine Voodoo-Puppe. Das Symbol, an dem Symbol haftet die ganze Person. Und wenn ich das Symbol kaputt mache, mache ich auch die Person kaputt. Und das heißt, in diesem Gabentauschen des Blutes vollführe ich einen Bund, in dem ich mich in die Hand des anderen gebe und er gibt sich in meine Hand. Und dadurch besiegele ich einen unverbrüchlichen Bund, weil man, wenn man so will, so wie Geiseln getauscht hat. Man kann da nicht raus, ohne das wechselseitig zurückzutauschen. Das heißt, dieser Bund kann gewissermaßen nur reziprok aufgelöst werden. Für einen Soziologen ist natürlich klar, so einfach kann das nicht funktionieren. Ne? Also es ist einfach klar, selbst wenn man unterstellt, dass die Leute diesen Analogiezauber alle glauben, also wenn gewissermaßen das Thomas-Theorem gilt, ist immer noch die Schwierigkeit, dass die Konsequenzen, die daran gehaftet, mit denen es behaftet ist, seinen Blutschwur zu brechen, ja dramatisch sind. Also bei Lucian ist es sehr deutlich, man verliert gewissermaßen seine komplette soziale Ehre. Man ist sozial tot, wenn man das macht. Von da ist soziale Existenz ist ausgelöscht. Und das funktioniert natürlich nur, wenn es so etwas wie öffentliche Register gibt, in denen bekannt ist, wessen Symbol bei wem ist und in denen auch registriert wird, wenn das Symbol zerstört wird. Das heißt, das funktioniert letzten Endes nur, wenn diese Symbole gezeigt werden. Das heißt, man muss die gewissermaßen auch mit sich rumtragen können und muss sagen, sie sind noch da. Man muss die Unbeschädigkeit dieser Symbole, die muss man garantieren können und die muss auch öffentlich kommuniziert werden können. So. Da kann man sich klar machen, dass Freundschaften, die über solche auf Lebenspfandgaben beruhenden Ritualen beruhen, sozial extrem voraussetzungsreich sind. Also sie brauchen gewissermaßen einen gesamtgesellschaftlichen Kontext, um organisiert zu werden und zu funktionieren. Die Schwierigkeit ist nun relativ klar, das funktioniert super gut. Ne? Also man kann dann auf einmal entschlüsseln, was das da zum Beispiel damit zu tun hat, wenn auf einmal diese ganzen Prinzen im 11., 12., 13. Jahrhundert beieinander sitzen und Wein trinken und Essen teilen. Warum ist das ein Freundschaftsritual? Das ist auf einmal klar. Ne? Weil man natürlich all diese Dinge, die dann da geteilt werden, als Lebensfänder dechiffrieren kann. Man kann auf einmal sehen, dass das symbolische Substitute sind. Ja, gerade über das Christentum und über die Eucharistie ist es relativ klar, wie Wein zu Blut wird. All diese Symboliken, man kann dann auf einmal Genealogien ziehen und verstehen, dass das letzten Endes alles Varianten des gleichen Ritus sind, die man in sozusagen unterschiedlich instanziert beobachtet. Die große Schwierigkeit für diesen theoretischen Zugriff ist zu klären, wie das eigentlich mit diesen modernen Formen der Freundschaft zusammenhängt, die man im weitesten Sinne als Intimfreundschaften bezeichnen würde. Also diese, wenn man so will, geistigen Austausch basierenden, emotional aufgeladenen, affektiv besetzten, gefühlsbetonten Beziehungen, die dann ab der Romantik, wenn man so will, zumindest im normativen Diskurs dominant werden. Und Simmel gibt einem gewissermaßen, aus meiner Sicht, den entscheidenden Hinweis dazu, was man zeigen muss, um das zu machen, ist, dass es eine ganz fundamentale strukturelle Analogie zwischen privaten Geheimnissen und symbolischen Lebensfeldern gibt. Also die Frage ist jetzt, wie sieht man das? Und ich würde sagen, letzten Endes sind das an eine moderne Sozialstruktur angepasste symbolische Lebensfelder. Das wäre so, worum würde ich das formulieren. Man kann natürlich auch der Meinung sein, das sind Weiterentwicklungen von symbolischen Lebensfeldern. Aber wenn man sich also nochmal, wenn man nochmal die Definition anlegt, und das ist relativ simpel, ne? Man legt nochmal diese Definition bei Moos an. Das Ding, das so ausgetauscht wird, ist tatsächlich ganz aufgeladen mit der Einzigartigkeit des Gebenden. In der Freundschaftssoziologie, die so aus den Gender Studies kommt, ist es sehr üblich, über einen ganz spezifischen Prozess in Freundschaften relativ viel zu schreiben, und das ist über wechselseitige Selbstoffenbarung. Es gibt aus der pragmatischen Tradition in der Soziologie von Suttles auch eine ganz ähnliche Idee. Freundschaften sind Beziehungen, in denen man sich selber sozusagen eine authentische Selbstpräsentation macht. Man zeigt sich als der man wirklich ist. Und in diesem sozusagen wechselseitigen sich Zeigen des echten Selbst konstituiert sich Freundschaft. Und jetzt stellt sich sozusagen für einen praxisorientierten Soziologen wie mich immer die Frage, wie soll man das machen?
durch welche Form von sozusagen sozialer Kommunikation kann man sich selber übergeben? Wie kann man eine tatsächliche Selbstoffenbarung vollziehen? Und eine relativ simple und schlagende Überlegung ist private Geheimnisse. Das setzt eine bestimmte, natürlich auch sehr komplexe Gesellschaftsstruktur voraus, die A garantiert, dass man bestimmte Dinge sozusagen als privat deklarieren kann, schützen kann, zurückhalten kann, dass es Informationen gibt, die privat ist und mit sozusagen wirksamen Mitteln vor Zugriff geschützt werden kann. Das heißt, es setzt gewissermaßen die ganze basale Struktur von modernen Gesellschaften voraus, die ja hauptsächlich durch funktionale Organisationen anonym organisiert sind und dadurch einen Sektor schaffen, der privat ist, davon abgekapselt ist. Aber genau das trifft dann auf einmal zu. Dieses private Geheimnis ist etwas, das steht für die ganze Person und es macht auch die Person in ihrem sozialen Kreis angreifbar. Und ähnlich wie mit den Zeichen, die gezeigt werden können müssen, um zu zeigen, dass die Freundschaft noch besteht, dass sie nicht gebrochen wurde, hat man mit dem Geheimnis die ähnliche Möglichkeit der praktischen Validierung, dass das so ist. Wenn das Geheimnis übergeben wird, und es ist ein echtes Geheimnis, macht es mich ja angreifbar, es macht mich verletzbar in einem sozialen Kontext. Es ist schambehaftet, es ist peinlich, was der andere von mir weiß. Es ist unter Umständen sogar mehr als rufschädigend, unter Umständen ist es sogar illegal, was ich getan habe und so weiter. Das heißt, ich kann unter Umständen vor Gericht kommen. All diese Dinge sind dann auf einmal etwas, das ganz mit meiner Person verknüpft ist. Und ich kann ganz einfach überprüfen, ob das Geheimnis gefahrt wurde, weil wenn es rauskommt, wird es ja zu mir zurückkommen. Es ist ja in einem sozialen Kontext etwas, das niemand wissen konnte, außer dem, dem es mitgeteilt wurde. Und in diesem Zusammenhang fungiert es dann aus meiner Perspektive tatsächlich wie ein strukturelles Analogon von einem Lebensfund. Das heißt, das private Geheimnis ist in solchen, ich würde jetzt mal sagen, etwas auch salopp gesprochen, bürgerlichen Gesellschaften eine symbolische Weiterentwicklung des Blutes in einer gewissen Form. Man sieht also, dieses Argument hat einige Sollbruchstellen, die sind kompliziert und die sind vor allen Dingen auch historisch zu belegen. Und das ist im Einzelnen nicht einfach. Was ich glaube, aber was daran hängt und warum das auch eine interessante Idee ist, das so zu sehen, ist, dass man dadurch eine relativ gute Phänomenologie der intimen Kommunikationspraktik in Freundschaften bekommt. Wenn man versteht, dass dass der Gegenstand von Kommunikation in Freundschaften private Geheimnisse sind, dann kann man auch sehen, wie diese Praxis gewissermaßen in eine Verstetigung eingeht. Also die erste Betrachtung, die man dazu machen kann, ist, dass, wenn man an Weber zurückdenkt, diese Freundschaften, die durch den Tausch klassischer symbolischer Lebensfelder entstehen, welche sind, an die sind Gewaltpflichten angehaftet, an die sind Zeugenpflichten angehaftet und an die sind ökonomische Unterstützungspflichten angeheftet. Und die artikulieren sich aber auch in dem spezifischen Typus Symbol, das da getauscht wird. Zum Beispiel im Blut als einer Form des sozusagen sich selber Schädigens, aber auch natürlich, wenn es klassische Bündnisfreundschaften jetzt zum Beispiel durch das Tauschen von Tieren besiedelt wird oder durch das Tauschen von Nahrungsmitteln, natürlich ökonomische Pflichten damit daran angeknüpft sind. Und die Idee ist jetzt relativ simpel. Wenn man Geheimnisse tauscht, tauscht man eine ganz bestimmte Form von Verpflichtung auch miteinander. Und es ist eine Verpflichtung, ich sag's mal etwas pathetisch, es ist eine Verpflichtung auf die Wahrheit des anderen. Es ist eine Verpflichtung darauf, Informationen über dessen Lebensumstände zu organisieren, die der aus seinen eigenen Lebensumständen heraus selber nicht bekommen würde. Das heißt, die Person, die mit einem Geheimnistausch steht, ist eine, die auf Basis ihrer sozialen Existenz bestimmte soziale Schatten hat, bestimmte Dinge nicht sieht über sich selber. Das ist für bürgerliche Existenzen ein ganz klassisches Problem. Die müssen ihre Biografie zum Beispiel bewältigen. Und diese Biografien sind hochgradig komplizierte Leistungen, die das Individuum ständig selber bringen muss. Es müssen ständig Entscheidungen getroffen werden darüber, was mit dem Leben angefangen werden soll. Und dazu braucht man kompetente Informanten, um diese Entscheidungen treffen zu können. Und diese kompetenten Informationen bekommt man am besten von Leuten, die gut über einen informiert sind. Und damit die gut über einen informiert sind, muss man sie halt auch mit Geheimnissen über einen alimentiert haben. Und in dieser Weise wird dann Freundschaft zu einer Beziehung, in der der andere, weil er gut über mich informiert ist, Informationen sammelt, die mir lebensdienlich sind und die dafür notwendig sind, damit ich das, was gewissermaßen mein Lebensentwurf ist, mein Lebenstrajekt ist, auch realisieren kann. Das funktioniert dann in einer gewissen Weise natürlich auch nur reziprok. Also es funktioniert nur reziprok, weil der Bindungsmechanismus reziprok ist und weil man das als wechselseitige Verpflichtung aufeinander hat.
Das heißt, Freunde sammeln sind dann letzten Endes Personen, die in unserer intimen Kommunikationspraxis spezifische Dinge übereinander wissen, die es ihnen gestatten, hinsichtlich der Informationsakquise über das potenzielle Leben, das der andere führen will, besonders praktisch zu sein. Wenn man also guckt, was Freunde miteinander besprechen und was sozusagen eine Sache sozusagen an der man das phänomenologisch klar machen kann, ist, ich habe Leute in Interviews häufig gefragt, was war denn das ganz Wichtige, was ein guter Freund oder eine gute Freundin mal für dich getan hat? Und die Antwort darauf, die man denkt dann immer, da kommt jetzt so eine ganze Bandbreite von Dingen, und die Antwort, die man ganz häufig da bekommt, ist aber, wir waren einfach da. War einfach da. Und dann fragt man nach, was bedeutet das eigentlich, einfach da sein? Und man stellt fest, okay, die Person hat eine Lebenskrise, das ist der meistens die Situation, die da mit verbunden ist. Und in dieser Lebenskrise war der andere da, hat zugehört und hat dann gewissermaßen Geburtshilfe geleistet, dieser Person aus der Lebenskrise hinausgeholfen. Das heißt, genau das, was die zentrale fürsorgliche Leistung von Freunden ist, ist nur möglich, wenn man sich in so einer, wenn man so intimen Geheimniskommunikation miteinander befunden hat. Und ich glaube, deswegen ist es eine Idee, die nicht nur ein begriffliches Problem löst, und damit schließe ich dann auch, und der Soziologie ist ermöglicht, wenn man so will, so etwas wie eine theoretische Einheit der Freundschaftstheorie zu ermöglichen, sondern es ist auch eine Idee, die Praxis aufschließt. Das heißt, wenn man tatsächlich versteht, was sind eigentlich die spezifischen Formen des symbolischen Lebenspfandes, die jetzt aktuell in einer Beziehung verwendet werden, dann versteht man auch die Praxis dieser Beziehung auf einmal. Und dementsprechend würde ich für diesen Begriff nicht nur deswegen plädieren, weil er Theorie vereinheitlicht und ermöglicht, sondern auch deswegen, weil er einfach Empirie und Praxisdeutung möglich macht. Und damit bin ich auch schon am Ende. Ja, oh wow. Ja, vielen Dank erstmal, und ich glaube, Frau von Raden, Angela von Raden war die Erste. Ja, erstmal danke, vielen Dank. Ich finde es unglaublich mutig zu versuchen, eine eigene Theorie zu basteln. Das finde ich einfach großartig. Chapeau. Mir leuchtet auch ein, das Geheimnis parallel, also zu analogisieren mit Blut, das hat ja was sehr Intimes. Aber ich habe trotzdem eine Nachfrage nach dem Geheimnis, weil, von dem bisschen, was ich von der Romantik weiß, sind diese Brieffreundschaften oder die Freundschaften, die häufig über Briefe laufen, wurden die Briefe getauscht. Ja. Also viele Leute haben die Briefe. Bei Jean-Paul heißt es, Briefe sind dünne Bücher für die Welt. Ja. Viele Leute haben die Briefe mitgelesen, das wussten auch alle. Und die Briefe wurden, also Rahl von Warnhagen wollte auch, dass die publiziert, das war ihr wichtig. Dafür hatte sie ihren Mann. Und da würde ich dann fragen, wo bleibt da das Geheimnis? Weil eigentlich war ja klar, dass, also auch wenn da Seelenergüsse drin standen und für uns das jetzt sehr intim klingt erstmal, aber es haben doch sehr viele gelesen. Und da würde ich auch auf heute, also von der Romantik auf heute switchen und fragen, wo ist denn heute noch das Geheimnis, wenn Leute auf Facebook so viel von sich selber preisgeben? Oder der Freundeskreis so viel sieht, inklusive Fotos von einem, wo man nichts anhat, etc. Wo ist da das, was ich exklusiv meiner besten Freundin, also wo ist das Geheimnis? Ich würde darauf antworten, wie mein Vorredner quasi. Also eine der Ideen, die ich mal, wenn man so will, experimentell an einem Briefwechsel von Hannah Arendt und Mary McCarthy ausprobiert habe, ist, ob man das tatsächlich in Briefen findet, ob man das rekonstruieren kann in Briefen. Gut, bei Hannah Arendt und Mary McCarthy waren das jetzt Briefe, die waren nicht unbedingt zur Publikation vorgesehen. Das waren eigentlich schon private Schriftstücke, aber die konnten durchaus, wie soll man sagen, die mussten beide, glaube ich, damit rechnen, dass die irgendwann publiziert werden. So ist es nicht. Ne? Und eine der Thesen, die man darüber entwickeln kann, ist
Einmal so etwas wie steganografische Geheimniskommunikation. Das heißt, ich glaube, das ist auch fürs Internet eine relativ schlüssige Idee. Es gibt ein Detail. Und dieses Detail kennt nur der Eingeweihte. Und wer das Detail nicht sieht, der versteht die Kommunikation auch nicht wirklich. Und man kann natürlich, wenn man so will, eine sehr intim wirkende Oberfläche erzeugen. Was für die Romantik, ja genau mit diesen Briefen, der würde ich sagen, in den meisten Fällen der Fall ist. Also wir produzieren eine Form von Tiefe, die Oberfläche ist. Und Steganographie hat halt das Schöne, das ist die Fliege in der Ecke. Ne? Das ist das, was du eigentlich an der Sache nicht siehst, aber das ist, wenn man so will, das semantische i-Tüpfelchen, um das Ganze dann sich dreht. Ne? Und ich glaube, im Internet, gerade mit der Bildkommunikation, ist das ein Punkt. Man muss mal darauf achten. Ich glaube, in fast allen Bildern ist was zu sehen, das übersehen werden könnte und das nur jemand, der sozusagen eingeweiht ist, auch lesen kann, genau versteht. Und dieses Spiel ist natürlich aber eins, das für Freundschaften, glaube ich, immer schon, auch bei Hofe jetzt ein Riesenproblem gewesen ist. Also da, wo die Kommunikation tatsächlich lebensbedrohlich werden konnte, wenn man zum Beispiel abgehört wurde, wenn man miteinander gesprochen hat, ist das ja auch eine schlüssige Idee, dass man sich einen Code zulegt, der, wenn jemand dabei zuhört, nicht gelesen werden kann. Das heißt, meine Vorstellung ist, dass das Geheimniskommunikation sich in die Struktur des Miteinanderredens einlagert. Über, wie mein Vorredner das schön genannt hat, Subcodes. Ich würde das Spezialsprachen nennen. Und da kann man viele Gedanken daran verschwenden, wie das genau geht. Steganographie ist, denke ich, eine Methode. Dieses Ersetzen von Worten oder das Schaffen von Worten von einer ganz eigenen Semantik, die dann unergründlich ist, ist anderes. Das Zusammenrücken, man verschweigt das wesentliche Detail wie ein Schlüssel. Das ist, glaube ich, eine Technik, die, von der ich sagen würde, das ist plausibel. Also das letzte Ende, das beredete Schweigen. Die Möglichkeiten zu kommunizieren, ohne was zu sagen, sind da ganz elementar. Man weiß, in der Lebenssituation, in der der sich befindet, müsste der über was anderes reden und gerade darüber redet er nicht. Und dann sagt er zwei, drei Sachen und man weiß, okay, so geht's dem. Ne? Er hat dann über die Fotokamera geredet. Aber man weiß, es geht nicht um die Fotokamera. Ne? Und diese, ich glaube, das ist halt die ganze Schwierigkeit einer Beziehung, die, wenn man so will, nicht mehr ganz davon entlastet ist, öffentlich gelebt werden zu müssen. Also für die bürgerliche Freundschaft und auch gibt es, ich denke auch unter gerade der intime Code, der auch in breiten Bevölkerungssegmenten üblich ist heute in der Freundschaft, ist einer, da kann man ganz offen über Geheimnisse reden. Ne? Und das ist, denke ich, auch üblich. Also es gibt, wir haben in der Soziologie natürlich Studien zu sowas. Wir benutzen so einen Namensgenerator, der heißt Bird-Generator. Da fragen wir, mit wem besprechen Sie persönliche Dinge oder Dinge, die Ihnen persönlich wichtig sind. Gibt es ein paar Variationen davon. Und wir wissen, dass dass das zugenommen hat, dass es immer mehr Menschen gibt, die mindestens einen Freund oder eine Freundin haben, mit der die persönlich wichtige Dinge besprechen. Aber wir wissen auch, dass es sozusagen in etwa ein Drittel der Leute hat so eine Freundschaft. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass es zwar nicht, wie soll man sagen, wahnsinnig weit verbreitet ist, aber dass es doch ein großes Segment der Bevölkerung gibt, dass diese Form von offen privater Kommunikation in Freundschaften pflegt. Darüber hinaus gibt es aber wahrscheinlich sehr viele dieser Formen, die den meisten Leuten gar nicht so bewusst sind, dass das so funktioniert, die aber diese Vertraulichkeit haben, indem sie durch sprachliche Rekodierung funktionieren. Und vielleicht gibt es auch beides einfach gleichzeitig, weil man muss ja nicht das eine und dann das andere machen, notwendigerweise. Herr Krass. Ja, ich hätte zwei kleine Anmerkungen und eine kurze Frage. Die erste Anmerkung ist, Karl Rahner, der Theologe Karl Rahner hat den Begriff der Selbstmitteilung geprägt und hat damit den theologischen Sachverhalt der Eucharistie gemeint. Also die Selbstmitteilung Christi und dieses Bild schillert ja zwischen dem Gedanken der Kommunikation, ich teile etwas über mich mit, aber auch der Gedanke einer körperlichen Hingabe, was sozusagen im Passionsgeschehen und im eucharistischen Geschehen mitgedacht ist. Das könnte vielleicht für Ihre Zusammenhang auch eine hilfreiche Metapher sein, weil das in diese beiden Richtungen schillert. Und der zweite Begriff, der zweite Hinweis ist der, ich habe mich kürzlich mit der Blutsbruderschaft bei Karl May beschäftigt. Und was ich da interessant finde, ist in der Passage, wo Winnetou und Old Shatterhand Blutsbruderschaft schließen, gibt es eine ausführliche kulturkritische Reflexion des Erzählers, der darüber nachsinnt, dass er sagt, das ist ein Ritual. Und das, was das Ritual zu stiften scheint, ist
tatsächlich eingetreten in seiner Freundschaft, sodass dieses Ritual zwar diese magische Wirkung nicht hat, aber dennoch geeignet ist, symbolisch das zu beschreiben, was tatsächlich der Fall gewesen ist. Also sozusagen die Rationalisierung dieses Rituals, und das fand ich beachtlich. Und die Frage ist, Luhmann spricht, wenn er von dem System der Intimität spricht, von der, da benutzt er wie bei anderen Systemen auch den Begriff der Interpenetration. Und was er damit meint, ist die wechselseitige Durchdringung von eigentlich getrennten Systemen. Und er geht ja davon aus, dass also auch sozusagen zwei Individuen psychische Systeme darstellen und auch als Systeme beschrieben werden können. Und dann sagt er, Intimität bedeutet die wechselseitige Interpenetration der psychischen Systeme. Und er unterscheidet dann, wie vorhin schon mal angedeutet, Intimität, Liebe und Freundschaft. Daraus folgt für mich die Frage, warum ist das, was Sie beschrieben haben, nämlich die Mitteilung des privaten Geheimnisses, typisch für die Freundschaft und nicht typisch für die Intimität insgesamt und damit auch für die Liebe? Also beginnen wir mal sozusagen mit der letzten Frage. Ich würde erstmal sagen, Luhmann hat sich an einem Punkt fundamental geirrt. Okay. Fangen wir mal so rum an. Luhmanns These ist ja gewissermaßen, Liebe macht das Rennen. Und Liebe, wenn man sich aber die semantische Entwicklung anschaut, ist es ja eher so, dass diese, wenn man so will, Semantik der Liebe, die dann leidenschaftliche Liebe wird, eine ist, die von der Freundschaftssemantik geklaut ist. Es ist eigentlich ursprünglich Freundschaftssemantik. Also wenn man sich daran denkt, die andere Seele finden, den Teil meiner Seele, den ich verloren habe, diese Form von Metaphorik, die für die romantische Liebe typisch ist, ist letzten Endes eine Freundschaftsmetaphorik. Ich glaube, das führt zu einer grundsätzlichen Problematik, dass wenn man diese so trennt und wir über romantische Liebe reden, reden wir eigentlich über eine spezifische Form von Freundschaft. Deswegen ist das so kein Einwand, weil jetzt, um das mal empirisch relativ simpel zu machen, ein Großteil, wenn man Leute nach ihrem besten Freund fragt, ist das häufig der Ehepartner. So, es gibt keine, aus meiner Sicht, empirisch haltbare Trennung zwischen Freundschaft und Liebesbeziehungen, die wirklich stichhaltig ist, einfach weil der Überlappungsgrad so groß ist. Das heißt, und dann, wenn man dann an diese Unterscheidung denkt, die Leute machen, also am Anfang war unsere Ehe tatsächlich Liebe mit Passion und dann wurde daraus diese Freundschaftsehe, was Leute in biografischen Interviews sehr häufig erzählen, wenn man sie fragt, also warum hält denn deine Ehe eigentlich, dann sind das sehr häufig Erklärungsmuster, die Leute verwenden, dann muss man, wenn man weiß, dass diese Liebe als Passion letzten Endes auch nur eine bestimmte, und da muss man sagen, und das ist ja einmal, beziehungsweise das ist ja ihr Hinweis auf den, sozusagen auf diese eukaristischen Formen, kann man, wenn man so sagen, auch mit Hinblick auf religiöse Praktiken natürlich, dieses sehr affektiv aufgeladenen frühen Protestantismus und Pietismus irgendwie anreichern. Das ist natürlich eine Form, die ist fast pseudo-religiös. Ne? Diese andere ist natürlich einer, der begegnet mir in einer Form von unendlicher Essenz, die dann irgendwann mit mir in den Himmel soll. Das heißt, wir sind von vornherein füreinander bestimmt, dann treffen wir uns und das muss geschehen, damit uns irgendwann das Himmelsreich aufgeschlossen ist. Diese Form von Semantik, die da zusammenkommt in der romantischen Liebe, die bis heute, wenn man so will, dann in weniger exaltierten Formen eine Rolle spielt, ist ja letzten Endes Freundschaftstheorie. So, also diese ganze Semantik der leidenschaftlichen Liebe siedelt auf fremder Erde. Und deswegen würde ich dann sagen, wenn Ehepartner private Geheimnisse miteinander teilen, sind die miteinander befreundet. So simpel. Die können das auch nicht tun. Die können das auch unterlassen. Dann sind die nicht befreundet. Das ist, das gibt es auch, ja. Aber in der Regel würde ich sagen, wenn dieser Prozess von Geheimniskommunikation stattfindet, dieses wie soll man sagen, sich wechselseitig aufeinander binden, dadurch, dass man diese Dinge voreinander enthüllt, dann ist das Freundschaft. So, auch in der Ehe und auch in einer ansonsten sexuell geprägten Beziehung. Es war ganz am Anfang so da hinten noch eine Meldung. Ich habe mir da noch nicht genau... Okay, dann erstmal du, Rüdiger.
Ja, also erstmal möchte ich Ihnen gratulieren, was seit 2000 Jahren versucht wird, mit mehr oder weniger großem Erfolg, haben Sie endgültig jetzt geschafft. Sie haben Aristoteles den Todesstoß gegeben. Man hat ja immer gesagt, ja, da kann es nicht so ganz stimmen und da muss man Abstriche machen. Aber wenn es, wenn Freundschaft nach Aristoteles wirklich an die Tugend, nach Möglichkeit an die perfekte moralische Haltung gebunden ist, dann sind es Personen, die nach ihrer Definition ja eigentlich gar nicht freundschaftsfähig sind, weil die können eigentlich keine vernünftigen Geheimnisse haben oder jedenfalls nicht solche, die den Namen wert sind. Also ja, aber ist ja gut, haben ja viele Leute Zweifel an Aristoteles gehabt, können wir also ad acta legen. Die Frage ist nur die sich dann anschließt, wenn es so stark an Geheimnisse gebunden ist, was ich erstmal ganz plausibel finde, was gerade wenn ich viele Geheimnisse und prekäre Geheimnisse habe, also mich danach eigentlich umso freundschaftsfähiger machen müsste, wenn man das steigern kann, dann habe ich natürlich auch das Problem, warum soll ich das eigentlich tun? Und da haben Sie, also das ist ja eine Gefahr, warum soll ich mich der Gefahr aussetzen? Lieber denn gar keine Freunde haben, wenn ich so viele Geheimnisse habe. Dann sagen Sie, ja, das ist natürlich deswegen notwendig, damit ich, wenn ich mal irgendwo in der Not stecke, mir jemand auch ordentlich raten kann. Ja, also das ist sozusagen, aber eigentlich sind das zwei Gedanken, die voneinander entkoppelt sind. Also wenn das, was ich zurückkriege, der Ratschlag ist, dann muss ich sagen, funktioniert das ja auch ohne, dass ich Geheimnisse habe. Ich kann ja sagen, das Wichtige daran ist nur, dass mir jemand, der mich besser sieht, weil er nicht in mir drin steckt, etwas sagt. Das heißt, dann ist es ja gerade nicht das Geheimnis, was ich habe, sondern das Geheimnis, was ich mir selbst bin, sozusagen, was den Freund nötig macht, dass er mir rät. Ja? Also für mich ist noch nicht ganz überzeugend, mal abgesehen, dass es bei Ihnen so furchtbar rational zugeht. Tut mir leid. Ja. Man könnte natürlich fragen, was fühlen die Leute dabei? Ja? Also, aber das mal am Rande. Aber die fühlen sicher was dabei. Aber die entscheidende Frage ist, ist das nicht eigentlich was nicht unbedingt zusammenpassen muss? Also das Geheimnis geben und sozusagen den Ratschlag zurückkriegen. Ist ein ganz interessanter Einwand, über den habe ich so ehrlich gesagt bisher nicht nachgedacht. Also ich tue mich sozusagen erstmal mit der Beschreibung einer Person schwer, die kein Geheimnis hat. Also es ist sozusagen ein Gedankenexperiment, das muss man erstmal, was Leute haben, ist ein Lebenslügen, sowas haben die da. Also sagen wir mal, man könnte sich einen Menschen vorstellen, der hat keine Geheimnisse, weil er sich selber verkennt. Und diese Verkennung ist aber für ihn lebensnotwendig. Also Lebenslügen sind ja auch immer, wenn man so produktiv, weil die gewährleisten, dass man weiter leben kann. Deswegen heißen sie auch Lebenslügen. Und für solche Leute stellt sich dann die Frage, die brauchen natürlich trotzdem Informationen, die akkurat sind, damit sie handeln können. Ne? Also die würden in dieser Vorstellung, die ich habe, ich muss ehrlicherweise sagen, diese Vorstellung, die ist jetzt nicht nur meine, sondern das ist eine Vorstellung, die relativ... einmal bei Bernard Williams natürlich ziemlich umwog gewesen ist, aber auch bei Thomas Hello jetzt relativ stark im Vordergrund gestanden, dass das, was Menschen als Spezies in einer gewissen Weise auszeichnet, das ist, dass sie dazu in der Lage sind, füreinander Informationen zu akquirieren und die zu teilen. Ne? Also das ist eine spezifisch menschliche Einrichtung, diese Fähigkeit für den anderen Informationen zu sammeln. Und sich sozusagen in die Lage zu versetzen, was weiß der eigentlich nicht und was müsste der wissen, um zu überleben. Und ich halte das deswegen für eine ganz fundamentale Geschichte. Ganz unabhängig davon, dass ich auf gar keinen Fall behaupten möchte, dass das nicht affektiv besetzt ist. Das wäre totaler Unsinn. Ne? Also, sondern ich glaube einfach nur, man braucht das nicht unbedingt, um das zu sagen, was ich sage. Also ich glaube, man braucht nicht zu glauben, dass Leute affektiv aneinander gebunden sind, um in dieser Form von Freundschaft miteinander zu leben. Ich glaube, das ist meistens der Fall, das passiert. Ne? Und die Frage wäre jetzt, ist es notwendig? Aber die schwierige Frage, die Sie mir stellen, ist letzten Endes, kann jemand, der in dieser Form von Selbstverkennung lebt und deswegen gar nicht dazu in der Lage ist, Informationen über sich zu teilen, Freundschaften eingehen? Also letzten Endes ist die Problematik, ich brauche ja eine, ich,
die Voraussetzung dieser Form von Freundschaft ist gewissermaßen auch die Möglichkeit, Selbsterkenntnis zu betreiben. Man muss dazu in der Lage sein, über sich selber akkurate Informationen zu entwickeln. Und wenn man jetzt jemanden unterstellt, der kann das nicht, dann würde ich auch unterstellen, vermutlich werden dessen Freundschaften nicht funktionieren. Aber das wäre jetzt so aus der Hüfte geschossen, wie man diesem Problem begegnet, über das ich noch nicht nachgedacht hatte, ehrlich gesagt. Dominik. Hi. Ich glaube nicht, dass ich eine konkrete Frage, vielleicht ist es eine Frage umwickelt in einen Kommentar oder umgekehrt. Es ist tatsächlich so, dass all die Leute, die ich als Freund betrachte in meinem Leben, wir teilen gewisse Geheimnisse miteinander. Und es gibt eine Freude, also sagen, man fühlt sich geehrt, so ein Geheimnis zu hüten für den anderen. Weil es ist manchmal tatsächlich kompliziert, ein Geheimnis erzählt zu bekommen und es nicht weiter zu erzählen. Das ist wirklich eine, also ich finde es wirklich eine, man unterschätzt, wie wichtig, also wie schwierig diese Arbeit ist. Ja. Weiß allerdings nicht, ob dieser Geheimnisaustausch macht die Freundschaft aus oder ist es ein Produkt von freundschaftlichen Bedingungen, die schon da sind. Vielleicht ist es ein Symptom eine gute Freundschaft. Noch eine andere Kommentar, was der Unterschied zwischen Intimität oder Liebe, Paar und Freunde. Und ich meine, ich weiß, also vielleicht haben Sie mitbekommen, es gibt so eine neue so Generation von Selbsthilfebücher, die machen die machen so für Paaren, also für romantische Paaren. Ja. Da wird eine Lanze gebrochen für weniger Freundschaft in der Beziehung. Und dafür muss man, um dafür zu sorgen, dass es mehr Fremdheit oder mehr Distanz in der Beziehung gibt, muss man auch Sachen enthalten. Also ich vermute Geheimnisse. Und die Geheimnisse sollen dann halt anderswo gelagert werden. Um eine gewisse Form von Spannung in der Beziehung aufrechtzuerhalten. Ich weiß nicht, ob das ein guter Ratschlag ist, aber auf jeden Fall, also man ist, und das würde vielleicht dann doch für das sprechen, was Sie beschrieben haben. Das ist, also ich finde zunächst den Hinweis darauf, wie schwer es ist, Geheimnisse zu behalten, den finde ich, glaube ich, wichtig. Ich glaube, der ist auch Praxis, für die Praxis der Freundschaft total zentral. Weil natürlich, also man kann ja dann eine ganze Reihe von praktischen Dilemmata sehr schnell sich klar machen, dass eine der Notwendigkeiten natürlich häufig ist, wenn man das mal so sieht, wie ich, so relativ rational sieht, ich akquiriere lebenswichtige Informationen für den anderen, die für den notwendig sind, damit er das im Leben erreichen kann, was er sich irgendwie zum Lebensziel gesteckt hat. Dann ist eine der Problematiken ganz schnell aufgekauft. Unter Umständen bin ich selber gar nicht derjenige, der die notwendigen Informationen hat, beziehungsweise ich muss sie unter Umständen an anderer Stelle akquirieren. Und das setzt unter Umständen ja voraus, dass ich in irgendeiner Weise indiskret sein muss. Ne? Das ist eine Problematik, die dann sofort hervorsticht. Das heißt, mitunter muss man sich überlegen, okay, Leute stehen dann häufig vor solchen Abwägungen, wie viel sie tatsächlich von dem, was sie über den anderen preisgeben, damit sie das an Informationen bekommen, was sie für ihn brauchen. Und das ist natürlich für Freundschaften dann sehr schwierig, weil das wird ja unter Umständen dann auch als Verrat ausgelegt und beendet dann die Freundschaft im Nachhinein. Das heißt, man kann unter Umständen Leuten probieren, dienlich zu sein und rennt damit dann ins offene Messer, weil man probiert hat, ihn dienlich zu sein. Und man findet auch in Biografien häufig solche Erzählungen. Ich habe probiert, ihm zu helfen und ich habe mit seiner Frau, mit seiner Freundin geredet, ich habe mit seiner Mutter geredet und dann hat er mir daraus einen Strick gedreht und die Beziehung ist kaputt gegangen. Solche Dinge passieren ja de facto in Biografien und muss man auch irgendwie verstehen können, warum das so ist. Und ich würde halt sagen, wenn man Best Case ist, der hat tatsächlich probiert rauszufinden, was das Problem in dessen Beziehung ist, um ihm sozusagen helfen zu können, muss aber dafür natürlich über ihn reden und geht dadurch die Gefahr ein, Dinge preiszugeben, die dann wiederum als Verrat ausgelegt werden können. Und das ist, glaube ich, ein ganz
interessanter Punkt, wenn man dann nicht mehr nur nach Freundschaftsbeziehungen guckt, sondern wie funktionieren die in einem weiteren Feld von sozialen Beziehungen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz interessante Idee, die man weiterverfolgen muss. Die andere Sache mit den ich habe ja Freundschaftsratgeber untersucht lange. Und jetzt gibt es Beziehungsratgeber und so wie ich das verstehe, ist es so, dass die jetzt auf mehr Erotik pochen letzten Endes. Ne? Also die Idee ist, ist ja, wenn man so will, in der Erotik eine alte Idee, dass das, was besonders anregend ist, das, was nicht zu sehen ist. Ne? Und je mehr verschleiert ist, umso besser kann man mit kleinen Details Erregung hervorrufen. Und jetzt ist die Problematik so einer sozusagen Freundschaftsehe, dass die Erotik kontaminiert. Möglich ist das. Also ich kann, es ist eine empirische Frage. Ich glaube, das kann man auch als eine empirische Frage behandeln, zu der ich aber glaube, gibt es keine Studien. Also es gibt ja sowieso ganz, ganz wenig Studien, die nach Freundschaft in der Ehe fragen. Es gibt ganz wenige und das ganz bisschen, was wir darüber wissen, ist, es macht Ehen stabiler. Also zwei Aspekte. Also wenn Ehepartner glauben, dass sie miteinander befreundet sind, sind Ehen stabiler. Und zweiter Punkt, wenn die Freundeskreise der Ehe integriert sind. Das heißt, wenn die Freunde des Partners auch die eigenen Freunde sind, sind Ehen auch stabiler. So, ne? Ob jetzt Partnerschaften, die so strukturiert sind, auch sozusagen, ob in denen weniger Erotik stattfindet, ist, glaube ich, einfach nicht bekannt. Okay. Anne Cronin? Thanks, that was really interesting. And I think using mouse to understand friendships, is there are a lot of positives to it. And I think you showed us a lot of those positives. And of course, for mouse, you could be exchanging anything as a gift, and it makes something else in that relationship. And I guess I had a comment and a question, which relates a bit to the previous two questions. And the comment was that I think the mouse's idea of the exchange is very helpful for thinking about the reciprocity that comes up again and again in studies of friendship, and I think that reciprocity is very important. But there are also less instrumental aspects of friendship, and the reciprocity is not always symmetrical in friendships, which shows in the empirical studies. And I think understanding the non-symmetrical aspects of this is quite important. But my question was, do you think, and you've talked about how exchange of secrets is very important, and in friendship, exchange of time perhaps, maybe financial support as well, emotional support, but do you think there's anything that would count as inappropriate as the gift in friendship, and is there anything specific about that to friendship? Okay, I will start with a comment on Maud. Oh no problem. The life token, it's very specific. Maud has a plurality of ideas about gifts, right? And they're not the same type. And the life token is a very specific type of gift. There are very different types. And my argument basically is, if you look at all the friendship rituals in like ethnographic studies, but also in historic studies, if you look at them closely, you will always identify them as life tokens. That's a hypothesis, because obviously it's a strong hypothesis. But as everything that I have looked at, actually, if you look at the logic that it produces, I give you an example: friendship treaties in France in the 16th century, around the time of the 30-Year War. What did they do? They exchanged keys to the city walls. The Protestants and the Catholics exchanged keys to the doors of the city that they controlled. The basic meaning of this was, we would not open this door at night to murder you. So it's a life token exchange. It's very clear that you give yourself into the hand of the other. And you can look at a large amount of these rituals, and you will always find that you basically turn yourself over. That's the symbolic meaning of it. And so I would, that's just a theoretical point where I say most is not very specific at some points, but there are different ideas about gifts and there are different types. And the specific type of friendship gift is a life token. And the then very complicated argument is to say, okay,
secrets are an extension of this, which I think is the most critical part of the argument, actually, which you can buy this part, or you just could say, okay, no, secrets are different, they're more complicated, they're not, there's no physical representations for them, and so on. So, but I think there's a plausibility to this idea, especially if you look at self-disclosure, because it's very often said in sociological literature that you turn over yourself, you present your true self. This is in Sattel's, for instance, this is the formulation uses true self. So there the leap from saying, okay, he's presenting information that represents him exactly, and this is exactly the definition of a life token in the end, is very close. So it's not such a big leap, but I think this is a point you could argue and say, okay, I don't buy this point. Now, the point I'm still not understanding is, what would it be an inappropriate gift, right? Which is an impossible gift in friendship, basically, or which is a killer gift, which is a gift that basically would destroy the... it's a complicated question, actually. I really couldn't say. We'll find out later. Okay, ich habe jetzt noch vier Wortmeldungen, die würde ich gerne noch dran nehmen und dann sollten wir, glaube ich, schließen. Martin ist der Nächste. Ich habe dann doch einen kleinen Kritikpunkt noch zu. Ja. Sie sind mir ein bisschen schnell darüber hinweggeritten, galoppiert, als Sie von dem Lebenspfand, von den Artefakten, nehme ich an, gesprochen haben und da zu Recht, wie ich finde, bemerkt haben, dass man da ja ein öffentlich einsehbares Register braucht. Dann, wo Sie wirklich galoppiert sind, war dann zu dem Punkt, bei den Geheimnissen braucht man das nicht. Denn man weiß ja, wenn die Sache in die Brüche gegangen ist. Der Punkt mit dem öffentlichen Register ist ja, dass nicht nur die zwei beteiligt sind, sondern die Gesellschaft ist auch beteiligt. Ja? Und ich denke, das macht das Geheimnis sehr viel komplizierter. Denn in allem, was Sie jetzt sagen über Freundschaftsgespräche als Geheimniskommunikation, kommt es daher als ein absolutes Geheimnis. Damit meine ich ein Geheimnis, dessen Existenz unbekannt ist, dritten, und dessen Inhalt unbekannt ist, dritten. Die haben keine Ahnung davon, dass dieses Geheimnis überhaupt existiert. Das, glaube ich, trifft aber in der bürgerlichen Realität nicht zu. Die meisten dieser Geheimnisse sind, würde ich dann bekannte Geheimnisse nennen. Das heißt, die Existenz des Geheimnisses, die Existenz des Freundschaftsgesprächs ist bekannt. Der Inhalt ist nicht bekannt. Und dann wird es prekär, denn bekannte Geheimnisse machen zweierlei. Die geben dem Geheimnisträger einen Distinktionsgewinn vor den Dritten, machen aber gleichzeitig führen dazu, dass Dritte ihre Anstrengungen erhöhen würden, um an den Inhalt des bekannten Geheimnisses zu gelangen. Und diese Dynamik führt oft dazu, dass bekannte Geheimnisse zur Offenbarung tendieren. Deshalb bin ich nicht sicher, ob das klappt mit den Geheimnissen, weil es, so der Kern meiner Ausführungen, eben doch ein Register gibt. Ein Register über die Existenz, aber nicht über den Inhalt. Ich finde das eine sehr hilfreiche Distinktion. Ich glaube, die ist richtig, so in der ganzen Weise. Ich glaube auch, dass die praktisch genau so funktioniert. Ich glaube aber, dass das eigentlich gar kein Einwand gegen das ist, was ich sage, sondern es ist eine ganz gute Erklärung dafür, dass tatsächlich, wie es funktioniert. Bei Lukian gibt es ja die Idee, das ist ja, wenn man so will, eine dieser langen Erzählungen der Freundschaft, ist die Erzählung über die Freundschaftsprüfung. Und klassischerweise ist das eine Problematik, die in Gesellschaften verhandelt wird, in der man das nicht mit dem Kriegsdienst erproben kann. Also in einer bürgerlichen Gesellschaft, in der man zum Kriegsdienst verpflichtet ist, gibt es ja, wenn man so will, durch die Schlacht, die Teilnahme an der Schlacht, die Möglichkeit, die praktische Verpflichtung auf das Leben des anderen in einer Situation unter Realbedingungen zu erproben. Also für Männer. Genau, für Männer. Man muss ja ehrlich sagen, in der Antike waren Frauen, ja, was Freundschaft angeht, auch ziemlich außen vor. Also die bekannteste Geschichte ist natürlich die Geschichte mit der Phalanx. Ne? Also eine Phalanx verlor den Kampf, wenn die sich drehte. Und warum drehte sich eine Phalanx?
weil man in der einen Hand das Schwert hat und in der anderen Hand das Schild. Und man hat einen Anreiz, in der Phalanx sich selber zu decken, und darüber macht man aber den Nebenmann frei. So, und wenn man so ganz viel von dieser Metaphorik ist natürlich einfach auch praktisch eingelebt und erfahrbare sozusagen in genau diesem, sozusagen, man bestand gemeinsam kollektiv, indem man sich tatsächlich selber weniger schützte, den anderen mehr schützte, dadurch die Phalanx sich nicht drehte und gemeinsam überlebte. Ne? In Friedenszeiten funktioniert das nicht. Also dieses, wenn man so will, durch die kriegerische Auseinandersetzung erzeugte Kohäsion des Sozialen, die funktioniert dann nicht. Und was dann auch kommt, ist halt diese lange Theorie der Freundschaftsprüfung. Und bei Lucian ist eine der ganz simplen Ideen, wie man das macht, ist, du gibst ein kleines Geheimnis aus. Das ist dann ein Geheimnis, dessen, das, wenn man so will, in ihrer Sprache genau, ein bekanntes Geheimnis ist. Und dann guckt man, ob es gelüftet wird. Man guckt, was passiert, ob es zurückkommt, sozusagen dechiffriert zurückkommt. Wenn es dechiffriert zurückkommt, ist klar, der hat mich verraten und dem sage ich nie wieder was. Und ich denke, genau so kann man auch verstehen, wie das öffentliche Register von Geheimnissen funktioniert. Gerade über bekannte Geheimnisse lässt sich genau das testen. Man kann genau dann darüber gucken, ob die Geheimnisse gewahrt werden. Das heißt, man kann, wenn man so will, so Signalgeheimnisse haben, von denen ich einfach schauen kann, kehren die zu mir dechiffriert zurück. Und wenn das der Fall ist, weiß ich, wo das Leak ist. Geheimdienste operieren jetzt nicht groß anders, aber. Herr Fedder. Ja, erstmal vielen Dank für den schönen Vortrag. Vor allen Dingen die ersten drei Punkte fand ich sehr erhellend. Ich habe eine Frage zu den Punkten 4 und 5 und zu dem Verhältnis zueinander. Und zwar ist mir nicht ganz klar, inwiefern Sie bei einem engen Geheimnisbegriff von Freundschaften reden können und bei einem weiteren Geheimnisbegriff von Geheimnissen. Also der enge Geheimnisbegriff als ein Austausch von lebensbedrohlichen Informationen ist halt zum Beispiel eingefallen, die ganzen Szenen, die es gibt in den Agentenromanen bei John le Carré, aber auch im Mafia-Thrillern. Ich weiß etwas über dich, was mich an den Galgen bringen kann, sind aber deswegen nicht Freunde, sondern wir bringen uns nur nicht um. Ja, ich kann mich so, wir haben sozusagen einen kleinen Waffenstillstand, und in dieser einen Sache verlassen wir auch, dass sie mich das Messer in den Rücken drücken, weil es sonst sie selbst als Messer liefern würde. Das aber, also ich kann nicht sehen, wieso das was zu tun haben soll mit persönlichen Freundschaften als intimer Beziehung. Wenn Sie aber dann im fünften Aspekt sagen, Geheimnisse sind eigentlich alles von in intimer Kommunikation, die Shortcuts, die Abkürzungen, diesen Code, den man ausbildet, dann weiß ich, warum ist das ein Geheimnis? Haben Sie meine Frage verstanden? Ich antworte mal mit einer technischen Analogie. Wenn man im Internet Dinge hin und her schickt, dann werden die in der Regel verschlüsselt. Ne? Man braucht also ein Geheimnis, um die Nachricht lesen zu können. Aber natürlich ist der Inhalt der Nachricht nicht notwendigerweise ein Geheimnis. Natürlich, wenn man geheime Dinge verschicken will, ist es noch besser, man verschlüsselt sie natürlich. Ne? Und genau in dieser Problematik, denke ich, ist es halt, wie wird das in Praxis überführt? Man bricht die Kommunikation nochmal durch diese Geheimnisse hindurch. Das garantiert auf der einen Seite Vertraulichkeit, das garantiert, dass man in Anführungszeichen nicht abgehört werden kann. Und gleichzeitig macht es natürlich auch möglich, dass man über ganz banale Dinge in diesem Code spricht. Ja, der ist nicht notwendigerweise ein, in dem immer nur über Geheimnisse kommuniziert wird, aber der ist gewissermaßen, aber gleichzeitig ist er natürlich einer, der in Praxis auch immer wieder die Verpflichtung aufeinander dadurch aktualisiert und verstetigt. Ne? Also dadurch, dass ich das ständig tue, symbolisiere ich ja noch dem anderen ja auch immer und zeige ihm auch immer, ich bin noch dabei. Wir sind auch immer noch in dieser Form von Beziehung, wir beide. Das heißt, durch die Form selber kommuniziere ich etwas auch immer mit. Durch die Form der Mitteilung, die ich verwende, kommuniziere ich auch etwas. Und ich glaube, auch wenn man in Agentenromanen guckt, wird man feststellen, tatsächlich sind das dann, wenn man so will, Waffenstillstände, aber die sind hochgradig produktiv. Ne? Das heißt, die führen zu ziemlich vielen, also diese ganzen Romane leben letzten Endes von dieser Art von davon, dass so ein Waffenstillstand nicht einfach dazu führt, dass nichts passiert, sondern dass gerade dazu führt, dass dann ganz wahnsinnig viel passiert, weil man diesen Waffenstillstand hat. Und man kann das positiv wenden. Also ich glaube, nicht alle Freundschaften sind notwendigerweise Beziehungen zwischen Menschen, die sich mögen.
Ne? Ich glaube, das ist der Normalfall. Das ist der Normalfall, ist, dass man dadurch dann sozusagen... Ich glaube, der Normalfall ist tatsächlich, und das ist jetzt auch ein Problem, das, glaube ich, meine Theorie nicht wirklich behandelt, und das ist ja auch schon eingewendet worden, die affektive Dimension, die dadurch ins Spiel kommt, die ist dadurch nicht klar geklärt und wie die damit zusammenhängt. Ne? Ich denke, im Regelfall ist dieses wechselseitige Miteinander über private Geheimnisse sprechen etwas, das einen hohen Grad an affektiver Verbundenheit auch schafft. Und das muss nicht der Fall sein, aber es wird wahrscheinlich häufig der Fall sein. Und dann ist es natürlich eine Beziehung, die im Positiven gewissermaßen lebt und keinen Waffenstillstand darstellt. Vielleicht können wir damit die letzten beiden Fragen noch zum Zuge kommen, das auch gerne nachher noch weiter ausgedehnt. Zunächst mal der Herr in der zweiten Reihe. Sie kriegen ein Mikrofon. Ja. Also ich hatte eine Frage oder einen Einwand, der sich eigentlich an die Frage von dem Herrn Zill anschließt. Also hätte eigentlich direkt dahinter gepasst. Und zwar, wo er sagte, das ist mir zu rational. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man Geheimnisse austauscht, damit einem der andere dann irgendwann mal in einer Krisensituation helfen kann oder so, sondern oftmals ist es doch so, dass man Geheimnisse hat und Dinge, die einem irgendwie auf der Seele brennen, die man irgendwie im Sinne einer Beichte oder so irgendwie loswerden möchte. Ja? Und sich eben jemanden sucht, der natürlich, aber in gewissem Sinne doch einem, na, nicht unbedingt vertrauenswürdig, dann vielleicht zumindest, also in dem, natürlich in dem Sinne auch sympathisch, also doch nicht irgendwer ist. Also könnte man, also eigentlich eine Vertauschung von Ursache und Wirkung sozusagen, in dem Sinn, dass man sozusagen das Ursprüngliche ist, sozusagen, dass einem ein Geheimnis auf der Seele brennt und dass man dadurch aber eine Bindung eingeht als Folge. Also nicht im Sinne, dass man es macht, damit einem jemand dann mal in einer Krisensituation beisteht, sondern sozusagen der Druck des Geheimnisses sozusagen, wie im Sinne einer Beichte sozusagen das ursprüngliche Motiv ist. Ich meine, es gibt ja genau diese These aus der Psychoanalyse, dass tatsächlich, wenn man so will, über kommunikative Offenbarung, also es gibt ja so bestimmte Therapieformen, die funktionieren tatsächlich so, dass der Therapeut da sitzt und nichts sagt und die Person erzählt es einfach einmal alles und das hat therapeutische Wirkung. Ich kann das schwer beurteilen. Ich, unter Umständen ist das tatsächlich ein Aspekt. So, ne? So unter Umständen auch ein Aspekt, wenn man darüber nachdenkt, der unter Umständen auch aufklärt, wie die affektive Bindung dann zustande kommt. Das ist... kann ich mir gut vorstellen, dass das sozusagen eine Richtung wäre, in die man weiter nachdenken könnte. Ich glaube aber, dass es zu kurz gedacht ist, zu denken, das ist der einzige Zweck. Also den anderen, ich sag's mal etwas etwas gehässig, den anderen sozusagen als eine Form von seelischem Mülleimer zu verwenden, bei dem ich mich sozusagen entleere und dadurch Katharsis erfahre und mich besser fühle. Ich glaube, das ist zu kurz. Das kann, ich denke, das ist nicht notwendigerweise falsch. Ich glaube, das kann auch, gerade wenn man sich fragt, wie kommt die affektive Komponente zustande, ein ganz wichtiger Punkt sein. Aber ich glaube, es ist zu wenig, um den Freundschaftsprozess als Ganzes zu verstehen. So. Also ich glaube, das ist nicht kein falscher Einwand, aber ich glaube, der ist als solcher zu wenig, um dann, ich glaube, dass das, was praktisch danach kommt, durchaus relevant ist. Also ich glaube auch, dass es nicht, selbst für Psychotherapeuten nicht irrelevant ist, dass zwar in bestimmten Spielart natürlich Handlungsempfehlungen total zurückstellen, aber dass daraus in irgendeiner Weise Veränderung von Praxis resultiert. Ne? Das ist, denke ich, relevant. Und die Frage, ob es mitunter reicht, es nur mitgeteilt zu haben oder ob man von dem anderen tatsächlich noch korrektive Informationen bekommt. Ich würde vermuten, dass es häufig wichtig ist, dass man die bekommt. Ja. Okay, Herr Kühn, Sie haben die Abschlussfrage. Ui. Ja, schönen Dank für die Anregung. Ich glaube, ich habe zwei Nachfragen von Sachen, die ich nicht verstanden habe. Zum Teil ist schon angeklungen. Das eine zum letzten Punkt, die Praxis der Geheimniskommunikation, wesentlich einleuchtender erschien mir eben der Nachtrag, es sind Codes. Wenn es Codes sind, dann weiß ich gar nicht, warum braucht man den Begriff des Geheimnisses, wenn es Codes sind. Und wenn es Codes sind, warum soll das auf Freundschaft beschränkt sein? Codes kann ja in ganz unterschiedlichen Gruppen vorkommen. Wir alle kennen Pippi Langstrumpf. Ja.
Sie hat das schöne Wort Spunk sich ausgedacht und das kursierte in dem Kreis. Und an keiner Stelle wird irgendwie auch nur deutlich, dass damit ihre soziale Existenz bedroht würde, wenn sie preisgeben würden, dass es ein ausgedachtes, sinnfreies Wort ist. Sondern es war ein spielerischer Akt innerhalb dieser Gruppe, der da seine Bedeutung hat und gut ist. Und ähnliches mit Codes in anderen Gruppen, ob das nun Freunde sind oder Mafiosi, Nachbarn oder wer auch immer. Sie funktionieren als Codes. Das ist sozusagen meine erste Nachfrage. Und die zweite hängt möglicherweise damit zusammen, das geht nochmal auf den Begriff des symbolischen Lebenspfandes zurück, von Marcel Mauss. Mauss hat ja in erster Linie weniger eine Theorie der Freundschaft entwickelt als eine Theorie des Tauschs. Und das dazu auch noch auf dem Hintergrund einer deutlichen Hierarchisierung. Er kommt von archaischen oder von ihm als archaisch gekennzeichneten Tauschpraktiken und setzt die positiv ab gegenüber dem modernen kapitalistischen Verhältnissen. Was hat das mit Freundschaft zu tun und hat es möglicherweise, zweite Unterfrage, zu tun, wenn man diesen Mauss'schen Begriff nimmt, dass du versuchst, mit dem Begriff des Geheimnisses unsere Gegenwart zu archaisieren? Also erstmal zu dem Einwand mit den Codes. Ich glaube, das ist erstmal richtig gesehen. Codes sind kein Privileg von Freundschaften. Und jetzt mit dem Spunk, da kann man bei Pippi Langstrumpf, es ist in der Geschichte, die mit dem Wort Spunk ist natürlich schon ein Risiko, gehen die schon ein Risiko ein, wenn die das verwenden. Also es ist keine, das Wort selber bedeutet bei Pippi Langstrumpf ja auch eine gewisse Verpflichtung der Kinder auf abweichendes Verhalten gegenüber dem, was ihre Eltern wünschen. Pippi Langstrumpf ist ja das Kind, das Annika und wie heißt der Knabe nochmal, dazu verführt, Thomas dazu verführt, Dinge zu tun, die ihre Eltern niemals dulden würden. Ne? Spunk ist, wenn man so will, auch eine Chiffre für genau diese Form von Devianz, die Kinder gegen die Erwachsenenwelt, dieses Auflehnen gegen die Erwachsenenwelt, das die da zelebrieren. Und das ist ein Argument von Suttles, ein relativ simples Argument. Man kann ja unter Umständen das Problem haben, dass man kein Geheimnis hat, das jetzt taugt. Ne? Man kann aber auch sozusagen durch abweichendes Verhalten Geheimnisse generieren. Es ist eine ganz simple Idee, wir können gemeinsam Verbrechen begehen. Ne? Auch eine Formel, die in Freundschaften, man kann gemeinsam Pferde stellen, ist eine Formel, die viele Leute verwenden, wenn die über enge Freundschaften sprechen, was daran so speziell ist. Und das ist jetzt eine Idee, die ist nochmal anders gedreht, sondern dann ist die Idee nicht nur, dann ist die Voraussetzung für Freundschaften auf einmal nicht nur eine bürgerliche Gesellschaft, die in irgendeiner Weise eine Privatsphäre garantiert, sondern dann kommt eine Idee rein, dass Freundschaften auch etwas ist, das auch immer subversiv sich wenden kann. Freundschaften sind dann Beziehungen, die gewissermaßen einen eigenen Motor in sich tragen, um privilegierte Informationen über den anderen auch zu erzeugen, und zwar durch geteilte Abweichung letzten Endes. Das ist eine Idee, die man da dagegen einbringen kann. Und ich würde sagen, das Pippi Langstrumpf-Beispiel würde ich so deuten. Ich würde sagen, was die da machen ist, die verpflichten sich auf einen Ethos gegen die Eltern. Durch das Wort. Und in dem Sinne ist es dann vielleicht schon so, dass die Eltern, letzten Endes ist es Geheimniskommunikation, die Eltern wissen nicht, was Spunk ist. Spunk ist Aufbegehren gegen sie, ganz klar. Die Eltern kriegen es nicht mit, aber die Kinder lachen sich schlapp. Die Sache mit Mauss ist so, was Mauss verrät ist, in der Einleitung zum Essai sur le Don steht eine Passage aus der Edda. Und in dieser Passage von der Edda geht es um Freundschaft. Und da geht es darum, wie die Freundschaft zustande kommt. Und man muss die Seelen miteinander vermengen. Das ist das Zitat, auf dem als Epigramm über dem ganzen Text steht. Also der Text selber redet zwar wenig von Freundschaft, aber das Zitat, mit dem er sich selber begründet, ist eins über Freundschaftsbeziehung. Das heißt, Mauss hat, wenn man so will, aus meiner Sicht was gemacht, was letzten Endes einfach Abstraktion ist. Man
er hat einfach abstrahiert von der konkreten Beziehung. Deswegen ist dann auch auf einmal Freundschaft nur noch eine Sache unter sehr vielen, über die er redet, wenn er über Gabentausch redet. Und er hat dann ja auch sehr unterschiedliche Formen von Gaben. Aber das motivierende Exempel ist tatsächlich eine Passage über Freundschaft. So, warum rearchaisieren? Ich meine, ist die Welt nicht irgendwie archaisch? Also. Vielleicht können wir über Archaisierung und Pippi Langstrumpf bei einem Glas Wein weiterreden. Ich würde mich gerne mal zunächst bei Ihnen bedanken für den Vortrag.